Und willkommen zurück, es geht wieder weiter. Und ja, hier ist gerade Panik, ja. Wir haben jetzt wieder einen verloren. Einen leichten, zum Glück. Aber es war anscheinend wirklich ein Bug, das davor. Und ja. Bestätige. Aber jetzt ist der Alien wieder da. Hat aber noch viel zu viel Leben. Deswegen Doppelschuss auf das Mistviech da. 6 Grit. Und daneben. Verdammt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt geht's endlich vorwärts hier. Aber da habe ich mich geirrt. Geht gar nichts vorwärts. Den wird jetzt der Weg versperrt. Komm schon. Weg mit dem. Ziel eliminiert. Okay. So. Ich mach mich los. Granate raus. Okay. Das letzte Leben noch. Das ist schon alles Spuren. Das ist scheiße. Begebe mich an neue Position. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Nein. Ab nach oben. Begebe mich an neue Position. Komm schon, bitte, Alter, bitte. Ich hab jetzt 30 Minuten gebraucht für den Scheiß hier. Hier passt der Tod nieder. Position bestätigt. Überlebt, ey, leckt's mich am Arsch. Haben wir es jetzt endlich geschafft, ey. Leckt's mich fett. Rücke vor. So, er schießt den ab. Das ist gut. Du bist aus der Panik draußen. Rücke vor. Ich will dich so schnell wie möglich wieder im Einsatz haben. Deswegen wirst du ihn jetzt noch etwas heilen. Ganz ruhig, Soldat. Obwohl es wird dauern, bis wir alles wieder aufgebaut haben. Boah. Hab sie! Wir haben heute ein Zeichen gesetzt, Commander. Sie wollten uns mitten im Herzen treffen und wir haben ihnen die Konsequenzen aufgezeigt. 26. Ich glaube, es ist Zeit, den Kampf zu ihnen zu tragen. Das war nur fucking 26, ja? Wir haben nur 2 Stück verloren, aber das waren leichte, das geht ja noch. Boah. Aber Alter, Ende. Du kommst hier nicht rein. Alter. Scheiße. Durchhalten, Soldat. Das war verdammt schwierig, ey. Gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen. Wird er es schaffen, Doktor? Ja, ich bin zuversichtlich, dass er sich wieder erholen wird. Und was noch wichtiger ist, er scheint nicht mehr unter fremder Kontrolle zu stehen. Irgendwelche Hinweise, wie das passieren konnte, Doktor? Unsere ersten Untersuchungen sind abgeschlossen. Bisher keinerlei physische Anomalien. Wir wissen ja schon, dass die Aliens in der Lage sind, unsere Gedanken zu kontrollieren, Doktor. Das schon. Aber wie erklären Sie sich, dass anscheinend kein kontrollierendes Alien in der Nähe war? Und die hohe Anzahl der Opfer? Hätten die Aliens schon vorher einen Angriff dieser Größenordnung starten können, hätten sie es bestimmt getan. Vielleicht war das eine einmalige Gelegenheit. Das mag sein. Aber trotzdem müssen wir herausfinden, wie das möglich war. Oh ja, sehr gute Frage. 18 Tage ist die Big Mommy weg. 18 Tage.
15 Tage der andere. Ja. Das wurde nur einer befördert, ja. Aber 11 Kills lässt sich echt sehen. Okay. Verteidigung. Bloß die Verteidigung. Cyberdisk, ja, und die Mechtoiden-Autopsie, Alter, das wird angesagt sein. Okay. Die anderen zählen gar nicht als tot. Okay. Damit kann ich leben. So. Von Kampfverletzungen. Bevor ich das hier Zeug, das ganze Zeug hier kaufe, ich brauche dringend, aber wirklich absolut dringend. Ach, da geht's ganz friedlich weiter. Brauche ich da zwei. Ich brauche auf jeden Fall neue Waffen. Ganz, 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 ganz dringend. Aber mir fehlt halt wirklich momentan wirklich das scheiß Geld. So. Okay. Weiter. Kontakt entdeckt. Ja, probieren wir es. Ich hoffe, wir schaffen es. Greife Feind an! Verteidigungsmatrix wird gestartet. Wir brechen ab. Keine Chance gegen den. So, was ist jetzt mit dem hier? Hyperwellenverbindung. Die Kommunikation der Außerirdischen basiert auf supradimensionalen Wellen, die sich fast ohne Zeitverzögerung ausbreiten. Dieser Decoder sollte uns endlich die Quelle dieser Kommunikation zeigen. Benutze die Option Einrichtung Bauen in der Technikabteilung. Ach ja, das war wahrscheinlich die große Kugel. So. Waffen. Nein! Wer hat es dir erlaubt? Ich will doch hier nur durchklicken. Leichtes Plasmagewehr, das ist natürlich jetzt sehr gut. Aber wir brauchen die hier. So. Abholtrupp schicken. Okay. Der Spion hat verschlüsselte und hat Verschlüssler und Sender aufgebaut und eingerichtet. Aber Exalt ist im Anmarsch. Schützen Sie die Geräte, indem Sie alle Exalt-Truppen im Einsatzgebiet vernichten. Okay. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ich auch, Junge, ich auch. Ob wir aber von dem Menschen gefangen nehmen sollen mit dem Pulsbogen? Nee. Boah. Okay. Ja, er hat sich's verdient. Da war er meines Wissens davor. Ja, er ist selber aufgestiegen, ja. Da war ja meines Wissens noch nicht dabei. Oder? Naja, egal. Ach, Finnland. Naja, hier und hinter. Bräuchten wir wieder. Ach, uns fehlt eine Frau. Dann nehmen wir eine Frau mit. Probier mal aus. Einfach mal ausprobieren. Wir haben Sichtkontakt mit dem... Eine neue Exalt-Zelle agiert von Nigeria aus. Strike One muss unsere Leute schützen, während sie die Daten für uns sichern. Okay, verhindern Sie, dass Exalt unsere Verschlüssel hacken kann. Damit Sie nicht den Stand des Senders herausfinden. Sollte es fehlschlagen, beschützen Sie den Datensender.
Also eigentlich wird es passieren, ja? Jetzt müssen wir dann das scheiß Ding beschützen. Wahrscheinlich ist dann irgendwo in dem verdammten Raum da dann irgendwo einer, der gerade hackt und wir müssen ihn finden, ja? Boah. Also jetzt wird's richtig schwierig, muss ich zugeben. Jetzt wird's richtig schwierig. Halleluja. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exxon-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exxon ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Ziel wurde aktualisiert. Okay. Also wir müssen am Schluss dann den hier beschützen, soweit ich jetzt verstehe. Ah, Balova. Das ist unsere, ja, die, wo wir weggeschickt haben. Das ist sehr schön. Also, wir müssen das Ding hier beschützen. Und das hier, oder? Schalte alle Exalt-Truppen aus und beschützen. Also, die werden auf jeden Fall an den verschiedenen Orten kommen. Nee, ist das halt Abwehr? Bist du eine Abwehreinrichtung oder sowas? Eins. Zwei. Wo ist Nummer drei? Okay. Schön unterwegs. Dahin? Anscheinend hat Exalt mehrere Funkrelaisstationen in dem Gebiet aufgestellt. Wenn unser Agent nah genug rankommt und sich mit den Verschlüsselungscodes aus den Daten von Exalt Zugang verschafft, sollte er die Kommunikation des Feindes vorübergehend stören können. Hä? So, das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Gehe in Position. Kannst du da irgendwie. Du kannst da drin nichts machen. Das Ding ist einfach da. Auf dem Weg. Rückkehr vor. Zwei Meckernzügen wäre es einiges leichter, muss ich zugeben. Diese Informationsbeschaffung wird ja noch verdammt, ist ja noch verdammt schwierig, ey. Packen wir es an. Du gehst da lang. Der zweite Sniper geht da hin. Und du gehst darüber. Verstanden. Unterwegs. Wir sind vielleicht alle da. Ach, das Ding muss ich. Nee, ich habe keine Ahnung. Die sind jetzt. Hätten sie besser erklären sollen. Mir fehlt noch? Sie. Oh ja. Und er noch. Im Laufschritt. Einfach los. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner angreifen. Anba. Schon unterwegs. Ich habe Sichtkontakt. Es wurde endlich eine erste verifizierte Sichtung von Exalt-Einsatzkräften gemeldet. Ihr äußeres Erscheinungsbild deutet darauf hin, dass Exalt mit Hochdruck daran arbeitet, seine Truppen mit Hilfe von Alien-Genmaterial zu modifizieren. Bis wir genau über ihre Fähigkeiten im Bilde sind, rate ich zu allerhöchster Vorsicht. Oh Mann, das Zeug verwirrt mich aber. Auf dem Weg. Warum haben die so viel scheiß Leben, hä? Warum? Was soll das? Position bestätigt. So. Ich frage mich auch, wie lange sie brauchen, um so ein scheiß Ding zu hacken. Bestätige. Du bist, Flammenwerfer. Flammenwerfer. Ja, okay. Bringt uns aber jetzt hier gerade nicht so viel.
Bestätige. Es gibt auch einen Erfolg, wenn ich ein paar mit den mit dieser Einheit hier kill. Aber naja. Gute Chancen mit jedem. Nicht so gute Chancen mit jedem. Wie sieht's bei dir aus? Shit happens. Rekonfiguriere Zielmatrix. Na also. So. Hab ihn weggefegt. Ist auch weg. Okay. Psycho. Ich hab ganz genau gesehen. X-Rays gesichtet. Der hat einen Raketenwerfer. Der hat einen scheiß Raketenwerfer. Commander, Exhort-Kräfte sind in Position, um den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, können sie den Sender orten. Tja, das war's. Das war sogar der verdammte Bazooka-Typ. Bin schon dabei, Commander. Hallöchen! Die Situation gerät außer Kontrolle! So. Damit ist der schon mal weg vom Fenster. Okay. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's irgendwie gewusst, dass der verfehlt. Feind lebt noch. Ich mach mich los. So, der ist auch weg. Aber die haben geilere Waffen. Die haben echt geilere Waffen, finde ich. Ich mach mich los. So. Und da sieht echt schick aus so. Es wird zweimal laufen. Sie umgehen mich. Commander, mehrere Feinde bewegen sich auf Strike Ones Position zu. Feindliche Verstärkung rückt vor. Okay. 85, 85. Was sagst du dazu? Du willst ein wenig mehr mitreden, hä? Okay. Wer von euch hat denn den Raketenwerfer, der mit dem meisten Leben? So. Das können wir natürlich nicht dulden. Auf jeden Fall zuerst weg. Schon lustig, dass sie die gleichen Arten von Einheiten haben wie wir. In Bewegung. So.
vielleicht trotzdem die Granate nehmen sollen. Ehrlich gesagt. Aber ich fand das jetzt gerade so richtig schick. Bin schon dabei, Kommandant. Keine Munition mehr übrig. Ziel steht noch. So. 80, 59, wie sieht's bei dir aus? 92, 72. Okay. Mach du erstmal das hier. Oh. Daneben. Gut. Den da kannst du sowieso nicht komplett ausschalten. X-Ray neutralisiert. Lol. Also, ja, puh. Die intelligentesten sind sie nicht unbedingt. Jetzt bin ich dran. So. Gehe in Position. Nachdem es ein Erfolg ist, will ich es natürlich ausnutzen. Dass ich mit ihm jemanden umbringe. Ja. Nachladezeit. Bin bereit. Bin wieder online. Bin wieder da. Weitere Exalt-Kräfte sind unterwegs ins Einsatzgebiet. Okay, normal. Sniper? Ich schieße mit Platzpatronen. Hier steht noch. Scheiße. Okay, normal. Gut, das sieht schon mal sehr gut aus. Auch. Vielleicht ist das Problem, weil hier wirklich keiner nach da oben kann. Rücke vor. So. Hab keine Munition. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oben komme ich. Okay, dann gehe ich mal nach oben. So. X-Ray neutralisiert. Ist der weg? Angreifen. Ist weg. Und bin unterwegs. Ich habe hier keine Kugeln mehr. Ist jetzt wirklich wegen der Entfernung mäßig so scheiße. Riskieren soll.
Kill bestätigt. Das war's immer noch nicht. Jo. Schon unterwegs. Okay. Rücke aus. Bereit zum Angriff. Fertig und bereit. Bin bereit. Und jetzt? Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Verdammt! Feind lebt noch! Okay, das war's. Ich habe fast keine Munition mehr. Die Snipes sind echt viele. Bitte, lass mich sein. Okay, drei. Vier. Okay. Die Sniper sind bereit zu töten. Weiter. Da ist ein böser Junge. Der ist weg, da oben. Der ist weg vom Fenster. Bin dran. So. 99. 99. Halleluja. 82. 65. Können wir gleich auf den da drauf. 6. Verstanden, Commander. Nice. Ja. Das war ganz gut. So, und dann sind es noch 2. Sieht's bei dir aus? 68, 88. Ja, okay. Hier, du auf den da. Sehr schön. Du gehst auf den da. So, und jetzt lass uns mal kurz die Typen anschauen. Das hier ist ein normaler Typ. Und das hier auch. So. Eigentlich würde ich auf den da drauf gehen, aber bevor der auf die Sniper drauf geht, schieße ich den lieber weg. Oh. Und der letzte. Das war's, Commander. Der Sender ist gesichert und alle Exalt-Kräfte in dem Gebiet scheinen vernichtet zu sein. Ausgezeichnet, ich weiß, ich bin perfekt. Yeah. Alles schreit nach einem Orten, würde ich immer sagen. Keinerlei Verluste im ganzen Trupp. Keine schlechte Leistung. Keine schlechte, das war wahnsinnig gut. Ein Ziel, das ohne Deckung ist oder von der Flanke angegriffen wird, mit einem Präzisionsgewehr zu töten, zählt nicht als Aktion. Ja, ohne Deckung ist so gut wie gar keins. Bis auf diese Fliegeviecher. Wenn du keine Bewegung machst, kannst du dafür zweimal schießen.
Naja, klar. Auf jeden Fall das Ding da. Nice. Was ist das hier? Neue Geheimdienstinformationen sind in der Datenbank. Belohnung 150. Panik fällt mein Wert in Nigeria. Verschlüsselt und sie sind... Ach ja, genau. Sie steigt dafür einen Rang auf. Das ist doch schön. Ah, wir kriegen die Knarren. Mit Hilfe der erlangten Informationen konnten wir den Rest der Exol-Zelle zerschlagen. Leider war sie wohl nur ein kleiner Teil ihrer groß angelegten Geheimoperation. Wir erhielten allerdings Hinweise auf den Standort des Exol-Hauptquartiers. Wenn wir weitere Zellen aufspüren und noch mehr Hinweise sammeln, können wir das Hauptquartier orten und Exol endgültig ausschalten. Nice. So. Es gibt neue Knarren, habe ich gehört. Macht irgendwie keinen Unterschied, aber sie sind geiler aus. Ich habe für dich leider nichts Besseres. Oder? Nee. Oh yeah. Ich weiß mal als kleine Entschädigung hier. Sehr schön. Ihr habt doch gar nichts verdient, aber ihr kriegt trotzdem eins. So. Ja, das macht doch Spaß, oder? Denke ich mir doch auch. Sehr schön. Okay, dann verpassen wir mal ein paar Orten. So. Also. Zielgenauigkeit gegen Feind in voller Deckung. Du hast den Orden. Du hast den Orden. In voller Deckung. Du gehörst zur Elite. Ah, zweiten Rang. Sehr schön. So ein kleines Maschinchen bräuchte auch mal wirklich über Orden. So. So, du musst diesen Ort... Okay, Kraft zu weisen. Verfällt nie in Panik, wenn Verbündete verwundet oder getötet werden. Wow. Verfällt nie in Panik. Ja. Okay. Oh, Unterstützungseinheit wäre natürlich ganz nice, aber ehrlich gesagt. Die Mech-Kämpfe, gut, die heilen sich momentan auch selber. Ich verpasse es mal erstmal ihr. Ihm, sorry. Aber ehrlich gesagt. Ach, das mit den Orten mäßig. Du bist jedes Mal dabei. Und da bekommt ja jeder Willenskraft mehr, wenn die Nationalität stimmt. So, was haben wir hier noch? Verteidigernadel. Genau, das wollte ich eigentlich. Oh ja. Sehr schön. Und... jetzt noch. Was ist das? Ups. Ach, hier kriegt jeder mal. Jeder bekommt mal zwei Orden. Bis am Schluss jeder jeden Orden hatte.
Was ist das hier? Der gesamte Trupp erhält 5 Willenskraft und 5 Verteidigung im Gefecht. Robotische Einheiten erhalten nur den Verteidigungsbonus. Bis hinauf zum Rang Leutnant erhalten. Nee. Irgendwann ist Leutnant weg und dann ist scheiße. Du hast noch keinen Orden. So, und dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. War ja richtig geil. Ging ja sogar richtig gut aus. Bis zum nächsten Mal, euer Florian. Ciao.